Jetzt sind wir hier auf der Aussichtsplattform auf dem Kraftwerk. Und natürlich regnet es jetzt. Das war klar, wenn ich auf die Aussichtsplattform gehe, dass es dann regnet. Das war ja sowas von klar. Jetzt sind wir hier auf dem Dach vom Kraftwerk. Was sieht man da hinten? Arbeiterschließfach, diese Richtung. Und da ist der Hafen. Boah, da liegt ein U-Boot. Ich sehe da ein U-Boot. U-461, wenn ich es richtig lese. Wie kommt man denn da hin? U-Boot, das wäre auch nochmal interessant zu sehen. Ja, und da ist unten ist der Zug. Also hier sind wir reingegangen. Hier sind wir reingegangen. Dann haben wir, da hat man schon ein Video. Hinter dem Gebäude steht jetzt die V2, die kann man jetzt von hier aus nicht sehen. Und hinter dem Gebäude steht mein Auto und das war hier das Kohleförderband. Und da wurde dann immer die Kohle wahrscheinlich zwischengelagert. Ja, und hier ist ein Sendemast. Also den Sendemast, den gab es früher natürlich noch nicht. Auch klar. Ja, und das sind die Schornsteine hier von den Kraftwerkskesseln. Qualmt jetzt natürlich nichts mehr, so lange außer Betrieb. In der DDR wurde das noch bis in die 70er Jahre als Kraftwerk benutzt. So, schauen wir mal, was sehen wir da? Insel Rügen. Ja. Insel Rügen ist jetzt natürlich im Nebel verschwunden. Ne? Aber da kann man noch einen Zipfel vielleicht erkennen, das könnte noch zu Rügen dazugehören. Jetzt pass auf. Ich glaube, dort ist unser Campingplatz. Oder eher dort. Ne, dort in der Richtung ist der Campingplatz, weil dort sehe ich auch die Schiffe von den Fischer. Ah, und hier sieht man mal dieses Schiff von oben. Was immer das auch mal war oder ist. Ja, mit den Sitzen da oben auf dem Dach und eher ein Ausflugschiff. Da drüben steht ein Kriegsschiff, aber ich sehe, hier kann man, hier ist alles zu, da kommt man nicht. Und da ist auch noch das U-Boot. Aber ich komme hier irgendwie nicht. Wie kommt man da durch? Das muss ich noch suchen. Weil das wird mich schon interessieren noch. Hafen Peenemünde. Kröslin. Frest. Ja, Frest Nummer 3. Ja, doch, da hinten ist unser Campingplatz. Und da steht dieses U-Boot. Da muss man doch da vorne irgendwo rein können. Aber da ist ein Zaun dazwischen. Da müsste man dann von da vorne irgendwie rüber können. Das muss ich noch ausprobieren, wie man da hinkommt. Weil das U-Boot wird mich schon noch interessieren. Ja, und was sieht man hier noch? Außer dem Kraftwerksdach können wir See, ja, Deich Wolfgas, Peenewerft. Wo ist jetzt die V1 und die V2? Da stehen sie. Ich wundere mich nur, haben die hier früher nur eine solche Abschutzrampe gehabt? Kann ja gar nicht sein, oder? Ja, die
Die Abschussrampen, die waren wahrscheinlich irgendwo da in den umliegenden Waldstücken oder an der Küste entlang verteilt. Das muss man mal schauen. Ja, mehr gibt es jetzt hier nicht zu sehen. Da mache ich das Video jetzt mal zu Ende. Jetzt haben wir alles geguckt. Wir haben die V1 und die V2 gesehen. Wir haben das Kraftwerk gesehen. Was mich jetzt natürlich noch interessieren würde, wäre das Kriegsschiff da und das U-Boot. Da muss man auch irgendwo wie hinkommen. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Also dann, ein schöner Tag noch und tschüss.